Erstens fand ich es ein wichtiges Thema. Und ich kannte die Geschichte von Marcel Marceau, also diesen Teil der Geschichte kannte ich nicht. Das Paket kam schon mit Jesse Eisenberg als Hauptrolle, wo ich auch dachte, okay, das ist sehr interessant. Und auch ich kannte Klaus Barbie gar nicht. Und musste mich dann so einlesen. Als ich dann die ganze, also als ich dann recherchiert habe, dachte ich mir auch so, ey, wir müssen den Film machen. Es geht nicht, dass wir den Film nicht machen. Ich glaube, das finde ich interessant an der Figur, dass man jemanden darstellt, der mit Macht nicht umgehen kann, was ich ein sehr interessantes Thema finde, was heute auch genauso gilt. Ne? Was passiert, wenn man zu viel Macht hat? Was passiert, wenn man zu viel Macht bekommt? Was ist, wenn man für eine Sache eintritt, die per se falsch ist, ne? Aber trotzdem daran so glaubt? Und fand ich irgendwie interessant, so das darzustellen, indem man halt auch jemand ist, der sagt, ey, komm, ich trinke mal ein Bier, ne? Oh, das ist ja aber nett. Das war halt da das Interessante. Selbst meine Position als Schauspieler in dieser Situation hatte so viel Macht, dass ich wusste, okay, ich werde als Schauspieler das testen, wie sehr ich Jesse dazu bekomme, meinen Rhythmus anzunehmen. Also was passiert, wenn ich den eine 40-Sekunden-Pause lasse und den angucke, wie reagiert er? Bringe ich den dann aus dem Konzept? Wie sehr gehe ich in seine Komfortzone? Und das war irre, weil ich konnte auf einmal verstehen, was das bedeutet, Macht so auszunutzen, weil du halt in dem Moment, wenn du weißt, du bist die mächtigste Person im Raum und kannst dann noch deine Macht ausnutzen, das war echt abgefahren. Also ein crazy Gefühl. Aber ich habe immer die Uniform abgelegt und habe sie auch im Schrank gelassen und bin nach Hause gegangen und war sehr froh, wieder ich zu sein.